Meinst du, Leute, jetzt kannst du Let's Play The Seven Mysteries of Honju Paranormal Site mit Richter Koi. So. Wir haben ja eigentlich alles abgegrast. Mit ihm einmal eigentlich auch alles geklärt. Dann müssen wir jetzt denken. Mein Herz bebt immer noch. Das ist meine Chance. Nach all der langen Zeit. Ja, aber kann ich denn jetzt nicht hier irgendwie mich verpieseln? Und krasse Dingsy machen. Hab ich irgendwas übersehen? Achso, vielleicht ein Talken mit ihm. Nun denn. Ich sollte mich jetzt an die Arbeit machen. Es gibt jetzt ist nicht mehr so viel Zeit, bis die Sonne aufgeht. Ich werde dich anrufen, sobald ich etwas Neues herausfinde. Du bleibst natürlich hier. Und hältst Ausschau. Alles klar. Man will ja nicht wissen, was man für Flüche da draußen auf den Straßen so begegnet. Also es wäre wunderbar, wenn sie nicht draußen gehen würden. Aber machen sie sich für... Ja, bereiten sie sich vor, quasi auf alles. Was werde ich? Nun, wenn das alles ist, dann werde ich jetzt gehen. Also im Prinzip halt. Okay. Genau, das wird gezeigt. Ich habe überlegt, ob man eine Route hätte machen können, aber es wäre Quatsch. Genau, das wird having obtained the curse of the mountain clapper. Sorry, Shigima is determined to reduce the road version as soon as the remaining curse is once. Ja, also da wird immer zusammengenuschelt. Im Prinzip das, was wir halt im letzten Part so. Die letzten Parte. Parts? Perte? Päpste. Päpste ist gut. So, Shigami Mansion und wir sind im Reception Room. Ah, es ist jetzt ungefähr eine Stunde her, seitdem Richter das Gebäude verlassen hat. Er hat mir versprochen, dass er mich anruft, sollte irgendetwas passieren. Aber er hat noch nicht angerufen. Also alles, was ich machen kann, ist warten und warten und warten. Und wir werden wahrscheinlich nicht warten. Ach. Würde ich jetzt daran denken, ich habe ihm niemals einen Tee angeboten. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jemals gelernt habe, wie man einen macht. Jetzt kann ich mir den ganzen Scheiß nochmal anschauen, okay. Just a little Zeitung. Ich glaube, die soll ich mal. Was ist das? Eine Zeitung? Ach, sie muss vom Stuhl heruntergefallen sein. Natürlich lesen wir es. Oh Gott, ich muss alles vorlesen. Seine Zeitung, wer hätte das nur gedacht? Ich lasse sie mal hier für Gäste da. Ich lese sie selten. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich jemals mir die Zeit genommen habe, in all den Jahren da durchzublättern. Also jetzt genau. Es ist nicht so, dass ich nichts Besseres zu tun hätte. Oha. Television Articles. Ich schaue nicht wirklich viel Fernsehen. Es fühlt sich so an, als würde all die wichtigen Informationen der Welt durch diesen kleinen schwarzen Kasten laufen. Aber mein Vater hat dafür gesorgt, dass sie aufhören, über das Kidnapping zu berichten. Damals, als es passierte, darüber war ich sehr froh. Spekulationsstress. Don't make a fuss about this, weißt du, so in dem Sinne. Ja, so Comedy ist wohl groß im Kommen. Die nutzen auch andere Genres. Im Moment scheint das Okkulte ganz schön beliebt zu sein, wenn man sich diese paranormalen Vorfälle anschaut. Okay. Education ist auch wichtig. Jeder besucht jetzt die Highschool, sogar Mädchen. Okay, Policy, the college. Ja, im Prinzip ist es jetzt so, dass halt jeder die Möglichkeit hat, jede Schulform zu besuchen. Da geht es auch eben um finanziellen Background. Und ja, ich sag mal so, Bildung ist der Schlüssel zu allem und hier eben auch einer modernen Gesellschaft. Wenn du für eine gute Firma arbeiten möchtest, dann musst du auf jeden Fall in eine gute Universität kommen und dann halt eben einen super Abschluss machen. Ja, natürlich, jetzt also mehr Menschen die Möglichkeit bekommen haben, einen höheren Abschluss zu machen, ist natürlich auch so ein bisschen der Wettbewerbskampf höher. Das ist ganz klar.
Die neue Generation ist dann Rebellen, also quasi ihre Jugendphase, ihre Raubphase. Also im Prinzip halt so ein bisschen dieses Gefoppe und Gemoppe ist jetzt hier entkommen. Aber mein Junge war viel zu sensibel. Oh, war sensibel, um das Ganze gefangen, also sich irgendwie einzumischen. Ich möchte nicht mehr weiterlesen. Es erinnert mich nur noch an ihn. So ein Education Upgrade. Ja. Culture. People are coming up with all kinds of new diversions. It seems like the said, people were flocking to arcades to shoot aliens. But now we have those enormous theme parks and gaming machines that plug straight into our television. Ja, da geht es im Prinzip um so moderne von wegen, ey, was es jetzt alles so gibt, ne? Früher waren es die Arcade-Hallen und jetzt kannst du quasi überall diese Themenparks besuchen oder halt hast du Automaten zum Spielen. Das ist halt nicht mehr so wie damals. Ja, jeder spricht von irgendwelchen Superhelden-Serien, Filme aus dem Ausland und Filme, die auf irgendwelche Bestseller beruhen. Und damals in meiner Jugend war Fusionsrock und Folkmusik so das Ding. Aber nun geht es halt nur noch um irgendwelche City-Pop und ja, Idole, Celebrities und so. Also mir fällt es schwer, mich wirklich dafür zu begeistern. Das ist okay. Das ist halt einfach nicht deine Zeit, Boomer. Es gibt auch Leute, die denken, es ist kein Bird, so denke ich, es ist Gott, was wir schon gehört haben. Ich habe 7 Minuten Shorts, ich habe lalalala, how quickly the time is changing, I think I'm just too hard to keep up. Ja, im Prinzip, ne, um kurz zu fassen, so von wegen. Es fällt dir schwer, sich darauf einzulassen, das ist halt, was früher in war, ist heute out und was jetzt in ist, hat einfach keine Berührungspunkte mehr. Das ist aber auch ganz normal, wenn man verschiedene, je älter man wird, umso eher lebt man in verschiedenen Lebenswelten. Und dann kommt es zu so einer Art Generationsclinch, ne? Current state of the economy, or post-war boom has passed. Speak, we're moving into the era of large corporations. The dollar, manufacturing is on the rise and exports are healthy. The dollar is down from its high and people are saying it could fall further. There's no denying how much the standard of living has improved in past years. Ja, im Prinzip hier ist immer japanische Wirtschaft, ne? Yen ist stärker als jetzt der Dollar. Den Leuten geht es gut. Und dann Supermarkets. Also man kann es sich mehr leisten, wie halt eben, dass wirklich so gut wie jeder ein Auto besitzt oder ein Fernseher. Die Supermärkte sind besser ausgestattet. Deswegen kann auch jetzt jeder die Schule besuchen, ne? Highschools. Das Problem ist, für mich ist Highschool und so ein bisschen schwierig zu besetzen, da ich nicht mit dem amerikanischen und auch nicht mit dem japanischen Schulsystem vertraut bin. Weil da gibt es ganz viele Abzweigungen und mir fällt das schwer, mit einem Deutschen das irgendwie zu vergleichen. Ja. Ich weiß nicht, ob Highschool so ein bisschen wie Gymnasium ist. The digital impress is all skyrocking. Yeah, nowadays most people can only dream of homeownership. Ja gut, der einzige Nachteil ist, dieser ganzen finanziellen Aufmarsch ist halt eben, dass Immobilienpreise steigen. Ja. I think about it before I'm long. I'm not a businesswoman, so this feels like another world to me. Ja, verstehe, ich bin so keine Businesswoman. Ich bin manchmal busy und ich bin eine Woman, aber kein Businesswoman. The big problem right now is pollution. Okay, Umweltverschmutzung ist ein Problem. I remember how the air and water used to be even more polluted. The river was covered in scum from all the sewage and industrial waste and stank so badly it made my eyes water. Wobei, früher, also hat sie es zumindest empfunden, da war nicht mit, konntest du aus dem Wasser trinken, da wurden die ganzen Industrieabfälle abgeleitet und das war einfach widerlich, hat gestunken bis zum geht nicht mehr und naja, man kann sich es ein bisschen vorstellen wie Take a Walk Through China, ne? Luftverschmutzung bis zum geht nicht mehr. It's getting sick and it couldn't be ignored anymore. Fortunately, it's gotten better since then. Although the air around the industry is still filthy with gas and smog. Ja, so, es hat sich schon, wie gesagt, ein bisschen gebessert, allerdings halt eben nicht in den Industriegebieten. Das ist halt immer noch scheiße. So, haben wir noch irgendwie was? Okay, wenn es etwas gibt, was Honjo überhaupt nicht will, dann sind das Schoki oder sind es ja. Mord, Raub, Überfall, Tod, sowas. Wie nennt man das denn nochmal? Egal. Oh, okay, vor ein paar Tagen oder vorgestern haben sie halt einen Polizisten tot in der Nähe eines örtlich bekannten Parks gefunden. Naja, viele meiner Familienangehörige arbeiten für die Polizei. Ich hoffe, es war niemand, den ich kenne.
Ich habe diese ganzen Nachrichten nicht mehr gelesen. Zumindest nicht seit letztem Jahr. Das erinnert mich einfach zu sehr an halt die Vergangenheit. Scheiße. Warum ist Newspaper noch nicht abgeschlossen? Achso, da ist noch was. Artikel. Oh, das ist wichtig. Suizid an einer örtlichen Highschool. Oh, ich erinnere mich daran. Ein Student oder eine Schülerin ist vor einer Woche vom Dach runtergesprungen. Ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie wurde gemobbt. Oder ging es vielleicht um halt den Erwartungsdruck, dass sie halt ihre Examen bzw. ihre Prüfung nicht besteht? Oder zu viel Druck? Was? Aber nein, das kann nicht wahr sein. Ihr Name? Michio Shiraishi. Der Komogata High School. Kennst du sie? Das kann nicht sein. Kennen wir sie? Aber es war jetzt nicht das Mädchen. Ach doch! Das war die. Oh, das ist schön miteinander verknüpft. Dasselbe Mädchen, das man die Entführung meines Sohnes bezeugen kann, hat letzte Woche Selbstmord begangen. Aber das bedeutet ja. Mr. Junoishi war so sehr von jemandem eingeschüchtert, der bereits tot ist. Ist es das, was er mit einem Fluch meinte? Oder durch einen Fluch? Also. Das kann ich mir selbst nicht erklären. Vielleicht weiß der Richter etwas. Warum ruft er nicht an? Oh. Ich habe ihn doch jetzt nicht vom Haken lassen, oder? Ja, dann ruf du ihn doch einfach an. Hier, das. Na, endlich. Das muss er sein. Ja. Mädel-Leute. Servus und herzlich willkommen beim Drachen Harui. Hallo, Shigema Residenz. Jetzt Familie Shigema. Shigemura. Ah, irgendetwas passt da nicht. Das ist interessant. Komagata Bridge. Und so treffen sie sich wieder. Michael Jackson. Der Richter hat mich hierher gefohlen und ja, wir haben uns quasi hier in der Komagata-Brücke versammelt. Richter. Es gibt etwas, was ich Ihnen erzählen muss. Das ist lustig. Ich habe gerade das Gleiche gedacht. Wir sind auf der Kumagata-Brücke, die sich über den Sumida-Fluss bewegt oder befindet. Im Prinzip ist es bei Highway und Freeway auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber momentan einfach mal still. Na, weil es halt eine Frühe ist. Fährt ich trotzdem mal das ein oder andere Auto? Ist das eine Leiche? Was ist mit der Fluss? Okay, also in der Nacht sieht er wirklich wunderschön und ruhig aus, aber am Tag ist er ganz schön abgestanden und widerlich. Kann ich Sie etwas fragen, Madame? Wenn so Leute aus Honjo wie Sie sich ihre Heimat vorstellen, denken Sie dann an den Sumida-Fluss? Das kann ich gar nicht sagen. Alles, was ich Ihnen berichten kann, ist, dass ich also nur sehr schwer diesen Anblick ertrage. Okay, hätte ich mir denken können. Ach so, oh. Ich habe Sie ihn gefunden, nachdem er vermisst wurde. Ganz allein. Ja. Schwimmen ist falsch, ne? An der Wasseroberfläche treibend. An alles, was ich denken kann, ist, wie viel Angst er gehabt haben muss. Wie viel kalt ihm gewesen sein muss. Was hat er nur getan, dass ihm so etwas Schlimmes geschehen ist? Seit diesem Tag bin ich immer wieder hierher gekommen. Und ich habe den Fluss angebeten, ihn mir zurückzugeben. Meinen Sohn mir zurückzugeben. Tag für Tag für Tag. Okay. Wissen Sie, in alten Zeiten haben die Menschen daran geglaubt, dass dort, wo Flüsse entstehen, quasi das so eine Art Brücke zu einer anderen Welt ist. Also die Welt, in der wir dann gehen, wenn wir hier sterben. Leben und Toten quasi. Okay.
Also. Oh! Oh! Nein, teilen wir das übersetze ich noch oder versuche es. Also quasi. Das Überqueren eines Flusses hat so gesehen eine große spirituelle Bedeutung. Ja, so im übertragenen Sinne. Aber den Rest machen wir beim nächsten Part. Das heißt, ich stimme Spess.